Willkommen beim Tutorial für die Mini-Hotdogs. Die Zutaten: Weißbrot, kleine Würstchen, Röstzwiebeln, Ketchup und Senf sowie kleine Gürkchen. Hier seht ihr die fertigen kleinen Scheiben, die jetzt weiterverarbeitet werden. Sie sind einfach nur die geviertelten Weißbrote ohne Kruste. Nehmt jeweils so eine fertige kleine zugeschnittene Weißbrotplatte und gebt etwas Senf darauf. Anschließend gebt ihr ein paar Röstzwiebeln auf den Senf. Jetzt kommt diagonal ein Würstchen auf das Weißbrot, ein wenig Ketchup obendrauf eine der kleinen Gürkchenscheiben und zum Schluss ein Piekser, der alles so ein bisschen zusammenhält. Schon ist euer Mini-Hotdog fertig. Ich wünsche euch viel Spaß und einen guten Appetit.